Nun aber, es kommt jetzt ganz drauf an, wie es weitergeht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Kolosse sicherer? Eine seltsame Frage eigentlich, aber eine sehr berechtigte Frage. Es gibt eine Bestimmung in der Schweizerischen Bundesverfassung, Artikel 185, der Bundesrat trifft Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz. Er trifft Maßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. Er kann unmittelbar gestützt auf diesen Artikel Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äußeren Sicherheit zu begegnen. Solche Verordnungen sind zu befristen. Ja, interessant, das hat der Bundesrat jetzt gemacht im Zusammenhang mit der CS. Die CS wurde, der Verkauf der CS erfolgte unter Mitwirkung des Bundesrats und der Nationalbank. Und es gibt eine Verordnung, eben eine solche Notverordnung, das ist nicht ordentliche Rechtsetzung. Denn normalerweise, erinnert ihr euch an die Sache mit den Armeeflugzeugen? Da gab es Abstimmungskampf, da gab es Abstimmungen, 4 Milliarden waren es, glaube ich, ungefähr. Und hier geht es, wie ich gelesen habe, um bis zu 200 Milliarden. Vielleicht irre ich mich, vielleicht sind es nur 100 Milliarden. Wisst ihr, was eine Milliarde sind? Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Wisst ihr, wie viel der Haushalt, der Gesamtbundeshaushalt der Schweiz ist? Der Gesamtbundeshaushalt der Schweiz ist etwas über 60 Milliarden. Eine Riesensumme. Aber hier wurde mit einem Federstrich über Nacht, über Tag und Nacht, sie haben alle sehr gearbeitet, eine Verordnung aufgestellt über, ich lese den Titel vor, über zusätzliche Liquiditätshilfedarlehen und die Gewährung von Ausfallgarantien des Bundes für Liquiditätshilfedarlehen der Schweizerischen Nationalbank an systemrelevante Banken vom 16. März 2023. Bumm, das war die Notverordnung im Zusammenhang mit dem Ableben der CS. Die CS, die lag im Sterben, das ist unstreitig. Und die Frage ist, kann, da kommt der Satz, too big to fail. Mir ist nie ganz klar geworden, was das eigentlich heißt. Das wird mir jeweils erklärt. Ja, das ist ein Riesenschaden, wenn es da zu einem Konkurs kommt. Natürlich ist ein Konkurs ein Riesenschaden, aber ab wann soll der Staat wirklich eingreifen, wenn Zahlungsunfähigkeit droht? Ab wann soll der Staat auch das ganze Bundesvermögen praktisch zur Verfügung stellen? Ab wann soll der Staat Geld der Bürger und alles investieren, um den Konkurs zu vermeiden? Ihr habt sicher gehört, dass der Bund, der Axpo, 4 Milliarden Finanzdeckung zur Verfügung gestellt hat für den Fall, dass es Engpässe gibt. Die Axpo, das wurde gesagt, das ist systemrelevant, sonst haben wir keinen Strom mehr. Das war ziemlicher Unsinn, denn die Axpo sagt selber, die Versorgungssicherheit der Schweiz, die geht ihrer Marsch vorbei. Das spielt gar keine Rolle. Die Axpo hat sich gewaltig verzockt.
Sämtlicher Strom, der in der Schweiz produziert wird, ist bereits auf Jahre hinaus ans Ausland verkauft. Wenn wir also in der Schweiz günstig Strom produzieren, dann bekommen wir den nicht, sondern den bekommt nur die AXPO für den weiteren Handel und er ist schon längst verkauft und dann müssen wir zu horrenden Preisen einkaufen. Auch die AXPO hat spekuliert mit Terminverträgen im Umfang von ca. 60 Milliarden, tut das immer noch, mit Millionen Boni natürlich ebenfalls. Und der Bund sagt, ja, systemrelevant, das müssen wir erhalten. Muss man diese größenwahnsinnige Handelsplattform erhalten? Ich mache ein großes Fragezeichen. Allerdings weiß ich auch nicht, wie es aussehen würde, wenn die AXPO plötzlich zahlungsunfähig wird. Das muss ich zugeben. Nun gut, hier wurde durch den Bund, den Bundesrat, die Nationalbank und die Bankchefs, UBS, CS zusammen, wurde ein ganz großer Deal gefunden. Und die UBS übernimmt jetzt die CS. Klar, das wissen wir alle. Das wurde in den Zeitungen plattgewalzt bis zum geht nicht mehr. Da haben hunderte von Kommentatoren sich schon dazu geäußert. Aber ich will einen speziellen Aspekt jetzt einmal in Frage stellen. Too big to fail. Ist ein Koloss gefeit to fail? Wie geht das? Die UBS war im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends, also 2008, 2009, war die UBS bereits ein Koloss für die Schweiz. Ich glaube, unter den 10 oder 15 größten Banken der Welt. Ist doch schon ganz ordentlich, eine Riesenbank. Und dann kam ein Knall, man hatte investiert in seltsame Wursthypotheken in den USA. Mit Wursthypotheken meine ich Hypothekenanlagen, bei denen man die Schuldner gar nicht mehr kennt. Man hat gesehen, oh wow, amerikanisches Geschäft, hunderte Millionen Boni blühen uns, wenn wir da mitmachen. Das hat damals im Hypothekengeschäft mitgemacht. 44 Milliarden Verlust. 44 Milliarden, nicht ganz so viel wie der Bundeshaushalt, waren das Resultat. Und der Bund musste einspringen. Ich weiß nun nicht mehr genau, war es die Nationalbank oder war es der Bund selbst, der hier eingesprungen ist mit einem Liquiditätsdarlehen, das man überbrücken kann, verzinstes Darlehen. Und schlussendlich hat sich das sogar bewährt für den Bund. Der Zinssatz war relativ hoch und die UBS hat sich wieder aufgerappelt. Ich erinnere mich noch, wie Marcel Ospel an der Generalversammlung sagte, den ganzen Aktionären, ich kann Ihnen gar nicht ausdrücken, wie leid es mir tut, was hier passiert ist. Auch damals kamen Rufe nach Verantwortung und allem, aber die UBS hat sich wieder an die Oberfläche hochgearbeitet. Die UBS hatte offensichtlich auch sehr gute Chefs. Die UBS hatte Leute, die die Bank wieder hochbrachten und so konnte die UBS alles zurückzahlen. Großartig, muss ich zugeben. Hier ist das Problem. Die CS gibt es in diesem Sinne dann gar nicht mehr. Außer vielleicht als eine kleine Tochtergesellschaft der UBS, aber die CS gibt es eigentlich nicht mehr. Eine riesen Liquiditätshilfe oder Verlustdeckung geht durch den Staat mit einer Komponente, die die UBS allerdings auch selber tragen muss. Ein paar Milliarden müssen die selber tragen. Und wenn es schlimmer wird, bekommen sie wieder und drunter bekommen sie auch. Es sind Riesensummen, von denen wir hier reden.
Und wenn die UBS die CS geschluckt hat, das wird jetzt in den nächsten paar Tagen oder Wochen so passieren, dann ist die UBS eine noch viel größere Bank. Nun wird gesagt, ja, das ist ein Standbein. Noch viel größer ist, noch viel sicherer. Es kommt darauf an, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein tönerner Koloss oder ein Riesenkoloss auf tönernen Beinen kann auch umfallen. Und der Schaden ist noch viel größer, als wenn ein kleinerer Koloss umfällt. Es kommt einfach auf die Seriosität, Korrektheit einer Geschäftsleitung und eines Verwaltungsrats an. Es kommt auf die Seriosität der Leute an, die da als Banker wirken. Immerhin scheint man wieder entdeckt zu haben, dass das Swiss Banking ein wesentliches Standbein ist. Das Swiss Banking hat ja alle diese Riesenspekulationen und die Riesenhasardeurexperimente und das Pokerspiel in den USA überhaupt ermöglicht. Sonst hätten unsere Banken ja das Geld gar nicht gehabt. Swiss Banking war die Milchkuh für die ganzen Hasardeurspiele unserer Banken. Es gibt auch seriöse Banken, das will ich zwischendurch mal sagen. Und wie ich erklärt habe, die UBS hat sich gewaltig aufgerappelt und sogar diesen Liquiditätskredit des Bundes zurückzahlen können. Großartig. Nun aber, es kommt jetzt ganz drauf an, wie es weitergeht. Too big to fail. Was heißt das eigentlich? Wenn es kippt, reißt es praktisch den Finanzplatz der Schweiz ins Verderben. Okay, wie umschreibt man das genau? Wann ist eine Firma too big to fail? Ist es bei 100.000 Arbeitsplätzen und so weiter der Fall? Wenn 100.000 Leute die Arbeit verlieren würden? Natürlich, das ist entsetzlich. Aber zum Beispiel mit einem Entscheid von Frau von der Leyen, jetzt stoppen wir die ganze Produktion von Kolbenmotoren, da sprechen Spitzenmanager unter sich von Millionen von Arbeitslosen. Too big to fail. Ist es gut, wenn an der Spitze der EU jemand ist, der failt und dann Millionen Arbeitslose produziert? Ich will jetzt nicht aufs Thema EU umschwenken, aber die Größe allein ist keine Garantie. Ganz, ganz wichtig ist, ich kann nicht mehr als hier hoffen und aufrufen. Wir sollten im Auge behalten, was hier weiterläuft. Nicht ganz wohl war mir beim ersten Schritt der UBS, die in der Presse verlautbarte, Körner habe die Investmentbank Boston, First Boston, veräußert an Klein, einen ehemaligen Verwaltungsrat der CS, und er habe doch viel zu wenig gezahlt, die müsse man zurückholen. Ja, meine Herren Generaldirektoren, wozu wollt ihr diese Tretmine wieder haben? Vielleicht hat Klein zu wenig bezahlt. Ja, ist möglich. Vielleicht könnte man viel mehr herausholen, aber ihr holt damit ein Roulette und einen Pokertisch wieder in die Bank und wer weiß, wie viele Direktoren oder gar Generaldirektoren, wenn angesichts eines Pokertischs und eines Roulettes plötzlich den Eindruck haben, ich bin genial, da werde ich den ganz großen Hit landen. Das schweizerische Banking besteht nicht aus ganz großen Hits. Das Swiss Banking besteht, ich benutze auch schon amerikanische Ausdrücke, das Schweizer Bankwesen besteht aus ganz solider Arbeit, aus dem Willen, dass man für den Kunden etwas tut, dass man sorgfältig für den Kunden anlegt
Und mir hat ein Bankier einmal den besten Satz gesagt, was Schweizer Bankwesen eigentlich sein muss. Hier soll ein Kunde die Garantie haben, wenn er sein Geld einer Schweizer Bank bringt, dann bekommt er es irgendwann auch wieder zurück. Das ist gar nicht mehr selbstverständlich, aber es ist das Wesentliche des schweizerischen Bankwesens. Natürlich, wir sind groß, immer noch im Banking. Und wir haben jetzt einen ganz großen Koloss. Ich weiß nicht, ob dieser Koloss vielleicht einiges in Tochtergesellschaften ausgliedert. Das wäre ja immerhin denkbar. Sind verschiedene Unternehmensmodelle und Managementmodelle denkbar. In diesem Sinn die Aufspaltung von Bereichen in Tochtergesellschaften hätte den Vorteil, dass vielleicht nicht jede Tochtergesellschaft und jeder Bereich too big to fail ist. Sind die Generaldirektoren too big to fail? Sind die Bankpräsidenten too big to fail? Auch die CS war ein Koloss. Sie ist das beste Beispiel dafür, dass auch Kolosse stürzen können. Jetzt müssen wir darauf achten, dass das nicht mehr passiert. Auch die Politik muss das und vor allem die Bankmanager. Wir brauchen wieder echte Schweizer Bankmanager. Ich danke euch fürs Zuhören.